Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er, unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Willkommen. Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zu Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen.
Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don? Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tom. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Ist los. Hey, Salieri! Das Mittagessen. Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können. Kommen Sie raus und wir bringen es hinter uns. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus. Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter Sie zu kommen, während ich Sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Teufel, das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl, ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparaturen. Sollten wir. Boss, ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Karl, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy, ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin.
Marlow, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Nein. Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig, Tom. Sei kein Idiot, erschieß das Schwein. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt ihren Mut. Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. So redet man nicht mit Mr. Morello. Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umbringen? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärsche auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer.